Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch gefragt, möchtet ihr etwas über mein Studium wissen? Und viele von euch wollten gerne etwas dazu wissen, haben mir Fragen gestellt, wollen vielleicht sogar selbst dieses Studium in Angriff nehmen, sind gerade in der Abiturzeit, in den Abi-Prüfungen und wollen danach studieren, müssen sich bewerben an Universitäten, an Hochschulen. Und da dachte ich mir, passt dieses Video jetzt gerade doch am allerbesten und... Und somit dachte ich mir... Ja, also legen wir doch gleich mal los. Ich studiere Journalistik an der Hochschule Hannover. Ich habe mal durchgezählt, was ich für Fächer habe. Ja, bin einfach mal durchgegangen, was davon nennenswert, erzählenswert ist. Insgesamt habe ich gezählt 45 Fächer in 6 Semestern. Das ist echt viel. Das hätte ich nie gedacht, dass es so viel ist. Kam mir auch gar nicht so vor. Aber alles der Reihe nach. Los geht's. Welche Voraussetzungen braucht man, um ein Journalistikstudium zu bekommen, um einen Platz an dieser Hochschule zu bekommen? Früher gab es einen NC, wo ich angefangen habe. Jetzt gibt es auch immer noch einen. Ich weiß jetzt nicht, wo der liegt. Ich weiß auch nicht, wo er damals lag. Ich hatte auf jeden Fall einen Abi-Durchschnitt von 1,8. Das hat scheinbar gereicht. Und ja, wie es jetzt ist, müsst ihr euch nochmal selbst erkundigen. Ich setze euch den Link meiner Hochschule hier einfach mal in die Infobox. Da könnt ihr euch dann mal informieren. Das Journalistikstudium beinhaltet 2 Studienabschnitte, einmal den ersten und einmal den zweiten. Der erste Abschnitt geht vom 1. bis zum 3. Semester und der zweite vom 4. bis zum 6. Und ich erzähle euch jetzt einfach mal nach und nach, was man da so macht. Im ersten Studienabschnitt lernt man dieses Studium und diesen Beruf erstmal so richtig kennen, mit Einführungen und Grundlagen, wie zum Beispiel journalistische Grundlagen. Dort hat man unter anderem Fächer wie Recherche, Print oder auch journalistische Darstellungsformen, unter anderem Feature, Reportage, Glosse, Kolumne, Kommentar, Bericht, Nachricht, also alles, was es so in den Printmedien auch, oder was heißt Printmedien eigentlich überall, Hörfunk, Fernsehen, Print, was es dort überall gibt, wie man das schreibt, wie man das produziert, was man da beachten muss und so weiter und so fort, das lernt man in diesem Fach. Die Journalisten leben ja auch so ein bisschen davon oder beziehungsweise sind so ein bisschen auf die PR-Sprecher angewiesen. Genau umgekehrt genauso, die PR-Sprecher sind auf die Journalisten angewiesen. Untereinander mögen die sich, glaube ich, nicht ganz so gerne, aber trotzdem arbeitet der eine mit dem anderen und mit dem Material des anderen. Deshalb gibt es unter anderem auch ein Fach, wo man PR-Arbeit und Pressearbeit, beigebracht bekommt. Dann gibt es natürlich auch diese Fächer, die jeder Student, vor allem jeder Journalistikstudent, hasst. Und zwar die Wissenschaftsfächer. Dort lernt man zum Beispiel wissenschaftliches Arbeiten und bekommt alles beigebracht über sozialwissenschaftliche Grundlagen und Methoden. Es ist furchtbar. Es sind die allerschlimmsten Fächer überhaupt. Aber sie gehören dazu. Visuelle Kommunikation ist auch ein Fach und das fand ich ganz gut. Da mussten wir ein Buch produzieren. Dort haben wir vor allem mit Photoshop und InDesign arbeiten müssen. Das heißt, wir haben besonders mit diesen beiden Programmen Kontakt geknüpft, mussten uns da reinarbeiten, mussten am Ende ein komplettes Buch selbst gestalten, erstellen, am Ende binden lassen und so weiter zu einem bestimmten Thema. Das hat mega viel Spaß gemacht, aber war auch sehr, sehr anstrengend und ich muss leider dazu sagen, das ist halt schon wieder eine Weile her, das war glaube ich im 2. Semester und seitdem habe ich mit InDesign und Photoshop nichts mehr gemacht und ich glaube, ich kann es auch gar nicht mehr. Ebenfalls furchtbare Fächer, beziehungsweise für mich, ich habe sie gehasst, sind Fächer der Kommunikationsforschung. Da gibt es zum Beispiel Kommunikationspsychologie, also alles Psychische oder Psychologische, was in der Kommunikation stattfindet zwischen zwei Menschen, zwischen Medien, zwischen allem halt, was mit Medien und Journalismus zu tun hat. So Watzlawick nochmal ganz an den Anfang, wer kommuniziert wie, zu wem, mit welchem Effekt und bla 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 bla. Massenkommunikationsforschung, eines der größten Hassfächer, die ich hatte. Wirklich, ich hab's gehasst. Ich bin zweimal durchgefallen, zweimal eine 5-0 geschrieben, beim dritten Mal und beim letzten Mal, jetzt im Januar, ist mir dann der Arsch auf Grundeis gegangen und ich habe gelernt, gelernt, gelernt und am Ende ein 7 geschafft. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Es war furchtbar. Es ging um Massenkommunikation, wie Massenmedien kommunizieren zu den Rezipienten, also Zuschauern.
jede Kleinigkeit, die da stattfinden kann und ins tiefste Gehirn und psychologisch und mit tausend Fachbegriffen. Ich hab's gehasst. Das ist so ein Fach aus diesem Studium, wo ich echt irgendwann dachte, ich will das alles nicht mehr. Dann gibt es noch Rezeptionsforschung. Da wird geforscht, wie die Rezipienten, also die Zuschauer, auf Medien und Massenmedien und Kommunikation reagieren. Da kann man ein ganzes Seminar über ein ganzes Semester füllen, ja, und es war ebenso furchtbar. Mediaforschung, Medienwirkungsforschung, Journalismusforschung. Klingt alles ähnlich, ist aber so unterschiedlich und so furchtbar einfach. Aber wir wollen ja nicht nur von dem Schlechten reden, es gibt natürlich auch Fächer, die Spaß machen, die super sind. Und überhaupt, dieses Studium enthält viel, viel Praxis. Und das fand ich an diesem Studium oder finde ich super, weil ich einfach nicht, ich bin überhaupt kein Theoriemensch. Lernen, auswendig lernen, sich mit Büchern und Unterlagen befassen, ich hasse das. Und deswegen bin ich so froh, dass in diesem Studium einfach ganz, ganz viel Praxis existiert, nämlich in den journalistischen Grundlagen Teil 2. Dort lernt man unter anderem Online-Medien, wie man online arbeitet, was online zu beachten ist, HTML, Webseiten gestalten, Blogs gestalten, wie man öffentlich oder mit öffentlichen Medien, Social Medias arbeitet und so weiter und so fort. Das fand ich schon mal ganz, ganz spannend. Ebenso ein Fach, was ich sehr cool fand, war Sprechen am Mikrofon. Dort waren wir über mehrere Wochenenden in einer Logopädie-Praxis, mussten Gedichte aufsagen, mussten unsere Stimme trainieren. Sozusagen das, was zum Beispiel ein Radiomoderator oder auch ein Fernsehmoderator machen muss, um eine deutliche und klare Aussprache zu bekommen, wurden wir dort getrimmt, wie wir richtig sprechen. Und das zum Beispiel fand ich super hilfreich und ja, auch spaßig. Ein weiteres Fach, was ich sehr, sehr mochte, war Interview AV. Da mussten wir lernen, wie man richtig Interviews führt. Nicht nur auf der Straße hier, sag mal irgendwas, sondern wirklich sich mit einer Person verabreden, sich mit Vorbereitungszeit, was stelle ich für Fragen, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, welche Fragen stelle ich zuerst, wie muss ich fragen, um nicht nur Ja oder Nein als Antwort zu bekommen, sondern um wirklich eine klare, lange, deutliche, detaillierte Antwort zu bekommen. Da hat unsere Dozentin damals sich ganz lustige Dinge ausgedacht, dass sie irgendwie sich mit Leuten verabredet hat, die sie privat kennt, die irgendwo in irgendwelchen Branchen arbeiten, hat uns in Zweierteams dort hingeschickt, immer einzeln, und es gab immer irgendwie ein Geheimnis rauszufinden, irgendwie eine bestimmte Sache, die unser Interviewpartner hatte, worüber er nicht so gerne spricht, die wir behutsam bzw. nicht zu auffällig und irgendwie so rauskriegen sollten. Und das war sozusagen das Ziel des Seminars oder dieser Interviews, dass wir den Interviewpartnern ihr Geheimnis entlocken. Ja, und dann gab es noch Fernsehjournalismus und Hörfunkjournalismus. Da haben wir, ich weiß gerade gar nicht mehr so genau, ich glaube, wir haben kleine Filmchen gedreht. Also beim Fernsehjournalismus sind wir mit Kameras und Mikrofonen und sowas losgezogen und mussten so kleine Mini-Kurzfilme drehen. Beim Hörfunkjournalismus war es ähnlich mit Radiobeiträgen zu bestimmten Themen, die wir vorher absprechen mussten, und dann so kleine 3-4 Minuten Beiträge machen. Entweder ein Feature, ein Kommentar, eine Mini-Reportage, obwohl Reportage ist dafür zu kurz, irgendwie was, wo wir dann lernen konnten, wie man richtige Hörfunkbeiträge erstellt, produziert. Ja, und im dritten Semester gab es dann noch Vertiefung, da mussten wir uns dann spezialisieren, da mussten wir dann sagen, möchte ich in Richtung Hörfunk gehen, Fernsehen oder Print oder Online. Ich habe mich damals für Fernsehen entschieden, hätte jetzt, glaube ich, eher Hörfunk gemacht, weil Fernsehen wirklich sehr, sehr aufwendig und anstrengend ist. Wir waren damals eine Fünfergruppe, also ein Fünferteam, mussten eine Fernsehreportage über ehrenamtliche Arbeit machen, haben eine Dame im Alltag begleitet, die ehrenamtlich in einem Hospiz arbeitet. Damals hatte ich schon jemanden, der mit dem Tod zu tun hat, zufällig. Und haben sie bei ihrer Arbeit mit Sterbenden begleitet, gefilmt, mit Tonangeln, mit Ansteckmikro, mit hier diesen, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, diese runden Lichtdinger, die man so halten muss, dass das Licht vernünftig ist, Weißabgleich und so weiter. Und so eine Profikamera, also diese ganzen Utensilien, dieses ganze Equipment gibt es bei uns in der Uni, das kann man sich ausleihen, da ist alles vorhanden und halt auch die krassesten Profikameras, diese großen dicken Dinger mit 1000 Knöpfen, wo du dann da stehst und die ganze Zeit, der andere hält eine Tonangel, der andere stellt die Fragen, also der Reporter sozusagen, und es war mega, mega anstrengend. Ich weiß noch genau, es war ein mega heißer Tag
Und als wir das alles im Kasten hatten, haben wir irgendwie Wochen in den Schnitträumen der Uni verbracht und mussten das ganze Ding schneiden und Lichteinstellungen auch noch am Programm ändern, und da ging es YouTube nichts. Ja, und dann ging es auch schon in den zweiten Studienabschnitt, und zwar ins vierte Semester, und das ist einfach nur das Praxissemester. Das heißt, im Praxissemester ist man gar nicht in der Uni, sondern im Praktikum. Man ist irgendwo in einem Betrieb, entweder bei der Zeitung, beim Fernsehen, beim Radio, in einer Online-Redaktion, und ist 6 Monate lang dort Praktikant. Ich war damals bei RTL in der Redaktion von, sagt euch eh nichts, aber in Köln, und ich hatte eine super, super tolle Zeit. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Es war so eine krasse Erfahrung, und ich finde es super, dass das Studium da auch ein ganzes Semester für einräumt. Ja. Eine aus meiner Uni war irgendwie bei der Grazia in Hamburg, bei einem Verlag, eine andere war beim Radio, viele waren im Ausland, beim Radio in Prag oder in, keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es da 1000 Möglichkeiten, irgendwo sein Praktikum zu machen, und ja, dann geht es auch so langsam dem Ende zu, man kommt ins fünfte Semester, und zwar vorletzte Semester, und das ist das krasseste von allen, also bei mir war das so. Klausuren, Hausarbeiten. Ich hatte jeden Tag Uni von morgens bis abends. Manche Vorlesungen haben sich irgendwie überschnitten, weil ich irgendwie falsch gewählt habe. Wenn man dann irgendwie von der Uni kommt, ist dann nicht Feierabend, sondern man muss dann noch weitermachen. Ich habe den Dezember und den Januar nur durchgelernt, Tag und Nacht. Das war so anstrengend. Lehrredaktionen fängt man dort an. Und zwar muss man dort lernen, wie man als Chef zum Beispiel arbeitet. Also als wir mussten im fünften Semester die Studenten aus dem zweiten Semester einlernen oder beibringen, wie man etwas macht. Da gab es dann auch wieder Vertiefung Hörfunk, Fernsehen oder Print. Ich war dort dann im Hörfunk und habe dann sozusagen den Zweitsemestlern mit anderen aus meinem Semester beigebracht, wie man eine Hörfunksendung gestaltet, wie man Beiträge im Radio macht, geholfen, Themen zu finden. Da mussten die Kleinen, also die Zweitsemestler, losziehen und sich ihre Beiträge suchen und schneiden und so weiter. Und wir waren sozusagen die Ansprechpartner und mussten am Ende dann eine ganze Sendung zusammenstellen und mussten halt dafür sorgen, dass die Jüngeren, also die Zweitsemestler, alles richtig machen, ihre Beiträge rechtzeitig liefern, schneiden, sauber schneiden und so weiter und so fort. Das war dann sozusagen so ein Tutorium. Ja. Dann hat man im fünften Semester auch noch so Rechtsfächer, da geht es dann um Medienrecht, Urheberrecht, also alles so ein bisschen so rechtliche Dinge, die eigentlich mega trocken sind, aber trotzdem wichtig. Also habe ich an diesen Bildern Recht, habe ich an diesen Aufnahmen Recht, inwiefern und inwieweit darf ich dieses und jenes veröffentlichen, wo darf ich Namen nennen und so weiter und so fort. Da gibt es dann am Ende auch Klausuren, die richtig, richtig anstrengend sind, weil man dann mit Paragraphen arbeiten muss und Fälle lösen muss in der Klausur. Ja, nicht so leicht. Und dann gibt es im fünften Semester auch noch journalistische Ressorts. Ressorts? Ressourcen heißt es doch eigentlich. Aber ich habe mir da Ressorts aufgeschrieben. Genau, da muss man dann 3 von 4 Sachen wählen. Die gehören nicht so ganz zusammen. Also Politikjournalismus, Wirtschaftsjournalismus, Sportjournalismus und Kulturjournalismus. Ich hatte alles außer Sport, beziehungsweise habe das jetzt auch noch. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Wir waren im Politikjournalismus, waren wir im Landtag, haben Doris Schröder-Köpf und andere Politiker interviewt zum Thema Flüchtlingskrise, haben Pressekonferenzen besucht, mussten darüber dann Artikel schreiben. Im Kulturjournalismus haben wir 2 Theaterstücke verglichen, einmal in Hannover, einmal in Hamburg, mussten darüber dann eine Theaterrezension schreiben, und ja, also ganz schön viel, aber es macht auch Spaß und man lernt auch sehr, sehr viel. Ja, dann gibt es im fünften Semester auch die praktische Bachelorarbeit. Das, was ich jetzt gerade gemacht habe, eine einstündige Hörfunksendung zu einem bestimmten Thema. Bei mir war das Thema Tod, beziehungsweise die To-Do-List des Todes. Gibt es natürlich auch, kann man da seine praktische Bachelorarbeit im Print machen. Da muss man dann eine Zeitung gestalten. Im Fernsehen muss man einen kompletten so und so 4-minütigen Film produzieren, ganz alleine. Auch dann losziehen mit den Kameras und so weiter. Da habe ich dann gedacht, never, niemals mehr. Ich gehe zum Hörfunk, mache da meine praktische Bachelorarbeit, und lief hier auch sehr gut. Ja, und dann gibt es das 6. und letzte Semester. Und zwar ist es dann da die theoretische Bachelorarbeit, also eine, ja, zum Beispiel 30- bis 40-seitige theoretische Hausarbeit schreiben über ein Thema, was es so noch nicht gab, mit wissenschaftlichen Arbeiten, mit Literaturverzeichnis und Zitieren, und also ganz, ganz kompliziert. An dem Punkt befinde ich mich gerade, und das wird ein Albtraum, ich weiß es jetzt schon. Ja, das war's dann auch schon.
Dann die große Frage, was möchtest du machen? Was willst du nach deinem Studium machen? Was kann man danach machen? Keine Ahnung. Also ich, auch wenn das Studium sehr viel Spaß macht und ich glaube, wenn man einen Beruf findet oder einen Job findet mit diesem Berufszweig, kann man coole Sachen machen. Man muss dann aber auch bereit sein, in eine Großstadt zu ziehen, weil das Angebot in kleineren Orten einfach nicht so wirklich da ist. Und ich würde dann schon empfehlen, nach Berlin, Köln, Hamburg zu ziehen, München vielleicht, weil da einfach das Angebot viel, viel größer ist. Und ich möchte ungern in eine Großstadt ziehen, ich möchte gerne hier bleiben. Das heißt, für mich wird es sehr, sehr schwierig, nach dem Studium einen Job zu finden. Werde ich doch einfach YouTuber. So, ihr Lieben, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick darüber bekommen, wie es in einem Journalistikstudium so zugeht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen damit weiterhelfen. Wie gesagt, der Link zu meiner Hochschule ist hier in der Infobox. Könnt ihr euch auch nochmal informieren. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hinterlasst mir gerne Feedback oder auch gerne einen Daumen nach oben, ob euch das Video gefallen hat, ob es interessant für euch war. Und schreibt mir was in die Kommentare. Könnt ihr euch diesen Job vorstellen oder findet ihr ihn interessant, aber nicht für euch selbst? Ja, ach, noch kleine Anmerkung, ihr lernt selbstbewusst zu sein, weil dieser Beruf Journalist erfordert viel Selbstbewusstsein. Und wenn man das vor dem Studium nicht hat, hat man es spätestens am Ende des Studiums. Also, eigentlich nur positive Eigenschaften. Macht's gut.